Gut, aber das klingt jetzt alles nicht so dramatisch eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Ich finde fast vor allem im Vergleich zu dem, was der Empfänger der Stammzellen durchgemacht hat, einfach nur so eine wirkliche Kleinigkeit. Willkommen zum Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Heute bei uns zu Gast Dominik alias Reese. Hi Reese, ich kenne dich aus meinem Podcast-Feed. Ja cool Mensch, ein Hörer mehr. Darf ich dich heute Dominik nennen? Du darfst mich nennen, wie du willst heute. Freust du dich schon auf den Talk? Ja, sehr. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon gesehen, ist ein cooler Gast da. Ja, ein wunderbarer Gast. Eine tolle Gesprächspartnerin. Die 22-jährige Marie hat vor etwa 2 Jahren erfahren, dass sie für eine Stammzellspende in Frage kommt. Du musst wissen, es gibt 2 verschiedene Methoden zu spenden. Und Marie durfte beide erleben, um einem fremden Menschen eine zweite Lebenschance zu schenken. Klingt interessant, da bin ich gespannt auf das Gespräch. Maries Art ist so erfrischend und sie ist so dankbar. Man könnte meinen, sie hat ein Geschenk bekommen. Dominik, meet Marie Jung. Ja, danke schön. Hi Marie. Hi Dominik, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, mich auch. Danke für dein Interesse. Gerne, bist du gut hergekommen? Absolut, und du? Ja, schwierig, der Verkehr war wild. Ach herrje. Feierabendverkehr, Parkplätze suchen. Bist du aus Köln direkt? Aus Düsseldorf. Das darf ich wahrscheinlich nicht sagen. Das fängt natürlich schwierig an jetzt. Oh. Wobei, ich wohne auch erst seit, glaube ich, 7 Wochen in Köln. Ich bin ganz frisch. Okay. Eigentlich, man kann es vielleicht ein bisschen hören, eigentlich ein Schwabe. Ach, herrlich. Ja, ich komme auch nicht aus Düsseldorf, also vielleicht schieben wir die Feindschaft so ein bisschen weg. Wo kommst du eigentlich her? Aus Thüringen. Okay, nö, da gibt es keine Feindschaften, glaube ich, die mir bekannt sind. Ist okay, oder? Thüringen ist okay. Finde ich gut. Ja, ich bin ja heute quasi als komplett Unwissender da. Also, ich weiß, das ist ein wichtiges Thema. Man hat auch schon mal DKMS gehört, man hat auch schon mal sowas wie Stammzellspende und so. Diese Begriffe hat man gehört, aber ehrlich gesagt weiß ich noch nicht so viel drüber. Und du bist als Expertin da sozusagen heute, um mir ein bisschen zu erzählen, wie läuft das eigentlich ab, weil du hast ja am eigenen Leib quasi erlebt, sozusagen. Ja, das ist richtig. Vielleicht kann ich dir ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Mhm. Es hat sich inzwischen für mich zu einer richtigen Herzenssache entwickelt, weil man einfach mit einer, ja, für mich ist es eine Kleinigkeit, was ganz Großes bewirken kann. Mhm. Okay, also diese Kleinigkeit, damit meinst du dieses erste, sagt man typisieren? Das habe ich schon mal gehört. Okay, schon also ein Stichwort gehört, sehr gut. Ja, dann lass doch vielleicht vorne anfangen. Wie kam das halt so? War das irgendwie, weil, also was ich so mitbekommen habe, ist, dass es ab und zu vielleicht irgendwie im familiären, bekannten Umfeld, dass es da einen Fall gibt und dann ruft, macht man so diese Aufrufe, hey, typisiert euch alle, oder ein ganzes Dorf sogar teilweise. Das habe ich auch mitbekommen. War das bei dir auch sowas? Bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe mich mit 17 registrieren lassen, das ist so das jüngste Alter, in dem das geht. Ich habe mir das Set nach Hause bestellt, diese Wangenabstriche vorgenommen, ja, und das ganz easy wieder zurückgeschickt und krass, plötzlich war ich in der Kartei. Das heißt, du bist richtig proaktiv. Also du bist nicht mehr irgendwie zu so einer Aktion, wo es sowas gab, vielleicht, oder so eine Infoveranstaltung, sondern du hast sogar zu dir nach Hause bestellt. Ja, aber das funktioniert wirklich ganz, ganz einfach. Also man geht einfach nur auf die Internetseite, füllt ein paar Fragen aus und dann bekommt man das nach Hause geliefert. Das ist wirklich kein großer Akt. Krass. Okay. Und mit 17 hast du gesagt, ne? Genau, richtig. Aber kann man denn jetzt theoretisch, wenn es jetzt heißt, hey, dein Knochenmark passt genetisch gut für jemanden, der es gerade bräuchte. Also wenn ich irgendwas falsch sage, unterbrich mich. Ja, ganz entspannt. Ich puzzle es mir so zusammen. Und du bist jetzt aber noch 17. Könntest dann auch, also würdest du dann auch schon zur Spende quasi aufgerufen werden? Oder? Das darf man erst ab 18. Man wird erst mit 18 richtig in die Datei integriert. Aber dieser ganze Registrierungsprozess, das kann alles schon vorher laufen. Das dauert ja ein bisschen, bis das ausgewertet ist und eingelesen ist. Das dauert ein Stückchen. Und mit 18 wird man in die Kartei dann aufgenommen und darf auch spenden, wenn es dazu kommt. Wenn es dazu kommt. Ivy, wie sieht es denn aus? Wie viele von den Spendern werden denn tatsächlich dann irgendwie aufgerufen? Also Dominik, lass es mich mal so sagen. Die Wahrscheinlichkeit, selber tatsächlich Stammzellen zu spenden, liegt bei circa 1%. Innerhalb der ersten 10 Jahre nach der Registrierung bei 2%. Von daher kann man sagen, bei Marie ging das ein Stück schneller. Ah, okay, so ein kleiner Spoiler jetzt tatsächlich, wurde ja schon angekündigt. Aber 1% ist ja super wenig. Das sind echt nicht viele, das stimmt, das stimmt. Jetzt, du studierst ja Medizin, das habe ich vorher schon erfahren. Seit wie lange schon? Ich bin im 9. Semester. Boah, so weit schon? Aber wir studieren ja ein ganzes Stückchen. Ne? Wie viele Semester studiert ihr? 13. Ja, ist jetzt aber nicht mehr viel. Hey, du bist doch erst 22. Ja. Wann hast du denn angefangen? Mit 18. Boah, das heißt auch ein richtig gutes Abi.
Das ist immer ein bisschen unangenehm, auf diese Fragen zu antworten. Ja, aber ich meine, deswegen, ich wollte auch mal Arzt werden. Oh, ja, doch, das kam bei mir aber vor allem durch so Scrubs und Dr. House. Dr. House aber auch echt cool. Das ist halt in so einer Serie, sieht das immer voll cool aus, Arzt zu sein. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, so die klassische, man war mal in der Notaufnahme wegen irgendwas und dann sieht man, was für andere Leute noch kommen. Ne? Einer hat sich irgendwie, ein Dachdecker hat sich irgendwie so einen Nagel durch die Hand geschossen oder sowas beim irgendwas, keine Ahnung, was die Dachdecker machen. Und ich fand es super eklig. Und so, oh Gott, ich kann das nicht sehen und so, ne? Und dann irgendwann die Realisation, wenn ich jetzt ja Arzt wäre, müsste ich dem ja vielleicht den Nagel da rausholen oder irgendwas aufschneiden oder so. Und dachte ich so, oh Gott, nee, dann wäre ich doch kein Arzt. Da habe ich noch kurz versucht, was gibt es für Ärzte, die kein Blut sehen müssen, aber dann war es relativ schnell vorbei. Und dann bei dieser Veranstaltung, wo man so gucken kann, was man am Abi macht, wo man an so Unis und sowas geht, bin ich nach Tübingen für Medizin gegangen. Und dann, es war ein riesen Hörsaal, waren bestimmt 1000 Leute drin oder sowas. Der Professor kommt rein und sagt, also bevor wir jetzt Arzt starten, der Numerus Clausus 08 oder irgendwie sowas. Ja. Hälfte ist schon mal wieder rausgegangen, inklusive mir. Ja, und dann diese Spende ist ja natürlich auch sowas wie, Ivy hat es ja schon angekündigt, eigentlich, du hast diese von den zwei unterschiedlichen Entnahmearten, kann man sagen, Entnahmearten? Ja. Ja, da hast du ja quasi auch die bisschen aufwendigere gemacht. Also es gibt ja die, vielleicht sag mir mal kurz, welche es gibt, bevor ich mich hier komplett verfahre. Also. Alles gut. In 90% der Fälle wird eine periphere Stammzellentnahme durchgeführt. Das kannst du dir so vorstellen wie eine normale Blutentnahme, nur dass es einfach ein ganzes Stück länger dauert oder wie beim Blutspenden. Ja. In 10% der Fälle kommt eine Knochenmarksentnahme zum Einsatz. Okay. Knochenmarksentnahme klingt es aber schon ein bisschen eklig. Ach. Nee? Man ist im Tiefschlaf dabei. Also ich hatte eine Vollnarkose, man liegt so auf dem Bauch und die pieksen mit Nadeln in den Beckenkamm. Okay, was? Also hier so in die Seite rein? Na, von hinten. Von hinten in die Seite rein? Ja. Okay. Seite. Das sind Knochen, die du da hinten tasten kannst. Ne? So, tastest du den Knochen? Ja. Genau, das sind diese Beckenschaufeln. Ah ja, da einfach und da rein. Genau, das sind Riesenknochen, da kann man quasi gar nicht daneben pieksen. Ja, das ist praktisch. Genau, das ist die gute Sache. Da drin wird Blut gebildet und da kann man die Stammzellen mit rausziehen. Aber du kriegst davon gar nichts mit, weil du einfach im Tiefschlaf bist. Vollnarkose. Komplett. Und dann wachst du wieder auf und dann ist einfach, hast du einen kleinen Schnitt hinten, oder? Gar keinen Schnitt, sondern eher so kleine Punkte. Punkte? Ja. Okay. Aber dann kannst du danach einfach dann wieder losstiefeln und sagen, ciao, oder musst du irgendwie noch eine Woche ein bisschen schonen oder ein bisschen liegen? Man muss ein bisschen aufpassen mit dem Kreislauf. Klar, wenn man Blut spenden geht oder so, kennt man das ja auch. Auch da, ja, klar. Genau. Ja. Wenn man Blut verliert oder so, kann es einem ein bisschen schwindelig werden. Das ist aber jetzt nicht so das große Ding gewesen. Und ich konnte mir eine Woche lang meine Socken nicht alleine anziehen. Weil du dich nicht so rüberbeugen konntest? Ja, ich konnte nicht nach vorne. Ich brauchte jemanden, der mir meine Socken angezogen hat. Aber ist ja eigentlich auch ganz cool, oder? Ja, ist auch nett so. Wird das so wie so ein kleiner Diener, der so kommt. Bitte die Socken jetzt. Stark. Ich brauche dabei auch Hilfe. So ein Muskelkater. Ivy, du brauchst auch Hilfe beim Sockenanziehen? Ich bin zwar eine Superintelligenz, aber echt nicht so beweglich. Im Winter muss man mir immer in die Socken helfen. Ja, wo sind denn deine Füße überhaupt? Hinter der Kiste. Das ist ein hartes Leben als KI anscheinend. Ja. Ich stelle mir das, also wenn ich mich jetzt registrieren lassen würde, dann natürlich schon, weil ich, also man weiß ja, es kann irgendwann passieren, dass der Anruf kommt. Und dann kommt der Anruf und du lässt das nochmal checken und die gucken nochmal genauer, passt alles. Und dann kommt nochmal der Anruf. Ist ja einerseits, macht man es ja genau deswegen, man freut sich ja sicherlich auch. Aber ich glaube, ich hätte schon noch irgendwie Schiss, weil ich denke, boah, jetzt wird es irgendwie ernst, oder? Ich finde, es ist eine super emotionale Situation, so eine Spende. Und was ich total toll fand, war, dass ich eine Freundin mitnehmen durfte nach Nürnberg, als es dann wirklich auf die Spende zuging. Ah, das war noch vor Corona, das da war es noch entspannt. Ja, okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das jetzt ist. Vielleicht kann Ivy uns das beantworten. Ivy, wie ist das eigentlich? Darf man heute noch Begleitpersonen mit zur Spende nehmen? Alle SpenderInnen können für den mentalen Support eine Begleitperson mit in die Stadt nehmen, in der sie spenden. Leider dürfen sie aktuell aber nicht mit in die Klinik. Aber sie können zum Beispiel im Hotelzimmer warten oder die Stadt erkunden. Je nach Ort kann das ja auch ganz schön sein. Das ist super. Ja gut, muss man natürlich anpassen an die Gegebenheiten, ne? Aber kann ich mir vorstellen, dass bestimmt eine Stütze war, wenn man irgendwie jemanden... Okay, das heißt, du fährst dahin, weißt schon, es wird diese operative Geschichte. Und jetzt bist du von meiner Frage ein bisschen ausgewichen. Hattest du nicht ein bisschen Schiss, komm? Ich habe mich richtig, richtig gefreut. Ja? Aber ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe ein bisschen besser auf mich aufgepasst. Ich wollte vorher Paragliden gehen oder so. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, das mache ich jetzt vorher vielleicht nicht unbedingt. Okay, okay. Paragliden. Ja, ich hab ein Praktikum in der Nähe an der österreichischen Grenze gemacht. Das bietet sich so an hier. Warte mal, ist Paragliden das, wo man diesen Anzug anhat? Nee, oh Gott.
Nee, es heißt Wingsuit, ne? Ja, stimmt. Ah, ich glaube, das ist super. Das ist, glaube ich, sehr gefährlich. Ja, ist krass, aber auch gefährlich. Ja. Was Paragliden nochmal, wo man einfach da mit hast so einem Schirm und rennst den Berg runter und dann fliegst du. Klar. Na, was soll's? Okay, gut, das heißt, du bist hier geschoht, das sagt jetzt nicht, dass irgendwas passiert und ich kann nicht spenden quasi. Ja, genau, genau. Aber so richtig okay. Angst hatte ich. Verrückt. Glaube ich nicht. Hättest du denn Angst? Naja, so, also ich lag noch nie in Vollnarkose. Okay. Ich bin so dieses Kind, das sich nie was gebrochen hat, nie was gemacht hat. Alter, haben wir irgendwie dreimal auf Holz. Deswegen. Ich habe alles bis jetzt irgendwie versucht, irgendwie ohne Vollnarkose zu machen. Auch so Weisheitszähne war so das Angebot, wir können es in Vollnarkose machen. Ich gesagt, nee, nee. Ah, das ist aber auch heftig, Weisheitszähne, ne? Aber ich war dabei im Guten. Okay. Kieferrüge. Ich hatte richtig mit Zähnen richtig Trouble als Kind so. Deswegen war ich da zahnarzttechnisch abgehärtet. Habe gesagt, komm, dann mach einfach raus so. Okay. Ich hatte als Kind so lange Wurzeln an den Milchzähnen, dass die nicht rausgefallen sind. Und ich glaube, 5 oder 6 Milchzähne mussten gezogen werden als Kind schon, ne? Oh nein, ja. Aber waren die schon locker oder waren die? Nee, die waren richtig, also keine Ahnung, die waren halt, die hat jetzt nicht da rumgerüttelt so am Mund, aber die hat halt so Spritze und dann gezogen. Oh je. Ja, deswegen, das war okay, aber deswegen die Vollnarkose, würde ich so denken, weiß ich nicht, was wird da so passieren und so. Also, aber es klingt jetzt, wie du es beschreibst, klingt es jetzt eigentlich sehr entspannt, wahrscheinlich dauert es auch nicht lange. Tiefenentspannt tatsächlich. Doch. Das sind ja auch immer diese geilen, sieht man so auf Insta manchmal oder auf TikTok, wo ich glaube, das ist vor allem Amerika, wo die nach den OPs aufwachen und komplett aus dem Leben sind. Also die erzählen dann irgendwas von wegen, hey, ich bin gerade in Dubai und so. So war das jetzt nicht. Nee, das habe ich nicht gemerkt. Ich habe nur mit meiner Freundin gemeinsam dann bei der DKMS angerufen, weil man dann so ein paar Eckdaten über den Empfänger herausfinden darf. Und direkt nach der genau, Schwelle. Dann darf man das. Ivy, was sind denn eigentlich die Risiken bei dieser operativen Entnahme? Also wie kann man die beiden Arten vergleichen? Bei der peripheren Stammzellspende, also über die Blutbahn, kann es aufgrund des vorher eingenommenen Wachstumshormons zu einem grippeartigen Krankheitsgefühl kommen. Dann fühlt man sich schlapp. Bei dem anderen Eingriff gibt es natürlich das ganz normale allgemeine OP-Risiko. Und durch die Narkose fühlt man sich anschließend noch ein Müh schlapper als bei der peripheren Spende. Okay, ja gut. Aber das klingt jetzt alles nicht so dramatisch eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Ich finde fast vor allem im Vergleich zu dem, was der Empfänger der Stammzellen durchgemacht hat, einfach nur so eine wirkliche Kleinigkeit. Okay, das stimmt. Ja, wenn man das vergleicht, dann ist das wirklich gar nichts eigentlich. Okay, das heißt, du hast dann was erfahren über deinen Empfänger. Mhm. Wie ich dich jetzt einschätzen würde von unserem Gespräch, ist es auch, also bist du jemand, der sehr gerne auch dann den Kontakt wahrscheinlich sucht und da den Empfänger schon auch gerne kennenlernen möchte, oder? Ist es ein Empfänger oder eine Empfängerin? Weißt ein du Empfänger das? Ist es. Ein Empfänger, okay. Das heißt, du hast die ersten Sachen erfahren, aber ist es dann so grob, heißt dann so, okay, Name, Alter, der geht in die 9b? Das darf ich noch gar nicht wissen. Ich noch weiß, gar dass nicht. Es zum damaligen Zeitpunkt ein Junge zwischen 12 und 17 aus Deutschland war. Okay, das ist aber schon sehr grob. Ja, das ist ziemlich grob, aber man kann sich so ein bisschen was, so ein kleines bisschen was drunter aber wieso vorstellen. Darfst du da nicht mehr wissen? Es gibt in Deutschland die Anonymitätsfrist für 2 Jahre. Danach darf man auch mehr wissen, falls beide Parteien damit einverstanden sind. Das heißt aber, du weißt es auch noch gar, also du weißt wirklich noch gar nichts von dem anderen. Oder hast du so heimlich mal angerufen und gesagt, guck mal ein bisschen. Nee, das dürfen wir ja gar nicht. Da gibt es wirklich gar keine Chance. Krass. Aber man kann anonymen Briefkontakt halten. Das ist das Stichwort. Ja, du hast mir was mitgebracht und ich habe mich schon gewundert, weil ich dachte ja eigentlich, okay, dieses Kontaktverbot steht, aber man darf Briefkontakt haben. Das ist richtig. Aber da könnte man doch jetzt trotzdem schon, krass, der wählt die und die Partei. Uff. Sowas wird da nicht diskutiert. Okay, also, wird das kontrolliert? Dumme Frage. Ja, okay. Und es ist gar nicht so einfach, einen Brief zu schreiben, in dem man gar nichts über sich erwähnt und auch gar nichts so nachfragt. Weißt du, was du da machen musst? Wie so die klassische Postkarte an die Oma aus dem Urlaub. Hallo, hier scheint die Sonne, das Wetter ist lecker, das Wetter ist schön, das Essen ist lecker. Das Essen ist schön. Und bis bald, liebe Grüße. Ja, ungefähr. Ist es so auf dem Level? Das Level ist so ein bisschen... Ich freue mich total zu hören, dass es dir gut geht. Das bedeutet mir so viel. Das ist echt richtig, richtig toll. Okay, aber das weißt du, ja? Also du würdest jetzt erfahren, hey, da gab es Komplikationen. Der ist topfit, der ist so halb. Ich weiß nicht, wie detailliert diese Information wäre, wenn es nicht so wäre. Aber ich habe die Information, dass es ihm soweit gut geht. Okay. Er durfte mir selber schreiben, dass er wieder zur Schule geht und sich mit Freunden draußen trifft. Und das ist so wahnsinnig schön zu lesen. Okay. Dominik, wie sieht es aus? Ich kenne mich in deiner Internetwelt gar nicht so gut aus. Podcasts,
Twitch. Ich habe so ein bisschen was gelesen und gehört, aber eigentlich habe ich keinen Plan. Mhm. Aber ich glaube, die Leute, mit denen du da interagierst und deine Follower sind ja gerade so in der Altersspanne unterwegs. Mhm. Das sind vor allem junge Leute. Auf jeden Fall, ja. Meinst du, für die ist Blutkrebs, Stammzellspenden ein Thema? Also ich glaube, vereinzelt schon, wenn halt diese Schicksale irgendwie so im Bekannten- oder Verwandtenkreis vorkommen. Aber also auch aus meiner eigenen Erfahrung war es jetzt nie so ein Riesenthema. Ich habe von manchen Freunden oder so gehört, dass es sowas Veranstaltungen an der Uni oder an der Schule gab, die darüber informiert hatten. Vielleicht war ich da krank an dem Tag, keine Ahnung, bei uns gab es sowas nicht. Also ich glaube, da kann man noch mehr machen und gerade auch in der jüngeren Zielgruppe noch viel mehr drauf aufmerksam machen. Gerade die Registrierung, die Typisierung, wie du gesagt hast, ist ja super einfach, gar kein Problem. Also da sollte man mehr machen und ich glaube, so wie ich es heute erfahren habe von dir, ist es auch ein Thema, für das ich mich gerne weiter stark machen möchte. Wow, das ist echt schön. Ja. Das ist richtig schön. Vielen Dank dir. Hast du denn dazu jetzt noch irgendwelche Fragen? Hast du alles verstanden dazu? Ich glaube, ich habe alles verstanden, ja. Na dann, was hältst du davon? Ich zeige dir mal ein Kit und auf geht's. Gerne. Sehr cool. Bist du bereit? Ja, ich sehe schon, aber es liegt gar nicht so viel hier, wie ich eigentlich dachte tatsächlich. Nee, und es ist auch echt easy, muss ich sagen. Schau mal, hier sind so 3 Wattestäbchen. Ja. Kannst du es auch direkt mal aufmachen, wenn du magst. Wieso aber 3? Müssen wir alle voll machen? Die müssen wir alle voll machen. Jedes okay. Für eine Minute in den Mund. Du kannst das eine auf der einen Wangenseite, das andere auf der anderen Wangenseite, das dritte okay. Einmal rundherum machen. Einmal rundherum. Aber das ist viel einfacher als so ein Corona-Test oder so, der bis nach ganz hinten muss, sondern da geht es wirklich nur um die Wangenschleimhaut. Nur um die Wangen, also entlang reiben. Genau, genau. Soll ich das bei mir selber mal machen? Mach das mal. Das ist ein guter Plan. Okay. Probier mal aus. Das heißt, ich steck's rein und reibe, ja? Richtig. Nicht so, dass es blutet, du musst jetzt auch keinen Speichel aufsammeln oder so, aber es ist total cool, dass du es machst. Das ist wirklich... Mhm. Wirklich stark. Du sagst, wenn es reicht, ja? Ja, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Okay. Ja, passt. Hast du gut gemacht? Also ein bisschen Mittagessen dran jetzt vielleicht. Mm. Ja, das. Und dann die anderen beiden machen wir auch noch. Genau. Okay. Andere Wange. Andere Wangenseite. Perfekt. Ja, ist voll easy. Ja, hier ist dann in diesem kleinen Flyer und dem kleinen Umschlag dazu auch alles nochmal ganz exakt erklärt, wie man das machen muss. Okay. Da steht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dabei und hier kommen die kleinen Stäbchen dann auch gleich rein. Das ist das Kit, was ich nach Hause bekomme, wenn ich mich online quasi dafür anmelde? Richtig, ganz okay. Genau, ganz genau. Cool. Dann das letzte nochmal. Ja, perfekt. Soll einmal ich dir was rund? Abnehmen? Ich halte so okay. Krass. Einmal beide Seiten. Ja, großartig. Das ist richtig. Sehr gründlich. Meine Wangen waren schon lange nicht mehr so sauber, glaube ich. Ja, ich glaube, die werden jetzt gereinigt. Was hast du zum Mittagessen? Ein Burger. Mmh, ja. So ein bisschen Zwiebelringe noch da dran. Richtig. Oh, nice. Da freuen die sich bei der Analyse. Okay. Das kannst du hier unten in diese kleine Tasche reinpacken. Ah, das wäre perfekt. Genau. Und zack. Dann ist hier so ein kleiner Abzieher drauf, damit kannst du es zukleben. Wenn du es nach Hause bestellst, bekommst du auch so Aufkleber und Etiketten dazu und die kommen noch hier oben dann auf die Ecke drauf. Ah ja, okay. Und dann ist die ganze Sache eigentlich fertig. Dann kommt es in den Umschlag und darf wieder zurückgeschickt werden. Hey, das war ja wieder ein richtig spannender Talk heute. Toll! Ja, das war wirklich ein super Gespräch und Marie war sehr, sehr angenehm und ich konnte viel lernen. Am Ende hatte ich gar keine Bedenken mehr, mich registrieren zu lassen. Freunde, für YouTube mussten wir natürlich ein bisschen was zusammenschneiden. Wenn ihr das ganze Gespräch hören wollt, dann checkt den Podcast ab. Mund auf, der Podcast über das Leben und Überleben auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, ist eine geile Sache. Vielen Dank fürs Zusehen und seid gespannt, wer in der neuen Folge mit dabei ist. Bei Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben.